And welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Ich habe mir gedacht, wir könnten ein bisschen an einer Mob-Farm feilen. Beziehungsweise die ersten Schritte dahin machen. Wir haben das letzte Mal... Okay, den Satz muss ich anders anfangen. Ich habe in einem Tutorial gezeigt, wie man eine Mob-Farm mit Kühen macht. Wir wollen jetzt mal eine andere Mob-Farm machen. Nicht mit Kühen, sondern mit etwas anderem. Und wie das geht, das zeige ich euch. Und zwar brauchen wir dazu Enchantment Table, Division Signal, ganz viel Dirt, einfach mal 3 Stacks Dirt, Torches, nicht nur 13, da brauchen wir mehr. Komm her. Einfach mal ein Stack Torches. Kann man nie zu viel haben. Und wir brauchen Silk Touch. Ich glaube, dass unser Exco noch einen Modifier frei hat. Deshalb werden wir da Silk Touch draufknallen. Und zwar brauchen wir dafür 4 von diesen Spaßvögeln. Aluminium, ne, wir machen das mit Gold. 4. Und dann können wir daraus den hier machen. Den Silky-Juwel. Den können wir jetzt einfach auf unserer Exro draufknallen. Dadurch hat er auch gleich eine sehr interessante Optik gekriegt. Und um das zu demonstrieren, machen wir das einfach mal hier draußen. Und zwar einfach hier. Wenn wir hier drauf rumprügeln. Blub. Dann haben wir ganz viel Gras. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Redstone. Wovon wir gerade nichts auf Lager haben. Weil unser Crafting hier gerade fröhlich Redstone verballert wie sonst was. Und er hat nicht mal geschafft, eine einzige fertig zu machen bis jetzt. Sick. Ich entkapsel dich mal kurz. Damit du aufhörst, Auto zu craften. Er hat sich das jetzt noch gespeichert. Aber er craftet nicht weiter. Weil er gerade nicht angeschlossen ist. Das heißt, wir wissen... mehr oder weniger darauf warten, dass Redstone reinkommt. Wohl oder übel. Und derweil sind unsere ganzen Maschinen, die an dem Kabel angeschlossen waren, gerade lahmgelegt. Deshalb hoffe ich, dass relativ zügig ein bisschen Redstone nachkommt. Der Pulverizer wäre für Redstone zuständig. Oder? Stimmt doch. Ja, der wäre für Redstone zuständig. Na, bauen wir derweil schon mal das alles auf, was wir brauchen. Das machen wir beim Miner. Obwohl, wir warten einfach, bis Redstone da ist. Wir können tagsüber das Ganze eh nicht machen. Das heißt, wir müssen eh warten, bis es Nacht geworden ist. Das dauert noch eine Zeit lang. Derweil können wir uns schon mal ausstatten und ausrüsten. Mit allem, was wir brauchen. Und zwar... die Torches haben wir. Godfather brauchen wir nicht. Piggy brauchen wir nicht. Die können weg. Muss mal in meinen Blaupouch. Da haben wir einen Blaupouch. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich auch nicht. Den Builders One brauche ich nicht. Die Gravity Gun brauche ich. Wir müssen uns da nämlich auch noch irgendwo ein Tier krallen. Obwohl. Wir krallen uns einfach eins von unserer Farm. Wir haben noch so viel Single-Use gefunden. Beziehungsweise unsere Quarry hat die gefunden. Das heißt, wir greifen uns einfach mal hier
zwei Kühe. Kuh Nummer 1. 1 und 2. Wunderbar. Wie sieht es denn aus mit Redstone? Da ist noch nichts reingekommen. Hier haben wir Red Pipe Wire. Nein. Redstone Alloy Ingot. Können wir daraus wieder ganz normalen Redstone machen? Wir brauchen gerade welchen. Nein, können wir nicht. Können wir da irgendwie das Redstone wieder rauskriegen? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir sitzen gerade auf dem Trockenen und das, was ich eigentlich vorhatte, funktioniert nicht, weil... Oh, da war ein Redstone. Ich hab's genau gesehen. 6 Redstone. Ah, 6 Redstone reichen nicht. Hm. Komm, finde mir noch ein bisschen Redstone. Go, go. Finde. Sei mein Freund und finde. Egal. Solange er noch am Redstone suchen ist, können wir unten aber schon mal anfangen, das Gebiet abzustecken, wo wir denn unsere Mob-Farm hinhaben wollen. Wir wollen nämlich unterste Etage. Na, Buddies. Die sind irgendwie buggt. Die greifen mich nicht an, egal was ich tue. Ich kann die direkt mit der Hand schlagen. Den stört das irgendwie nicht. Hm. Wo kommt eigentlich dieses Licht her? Müsste das hier nicht komplett dunkel sein? Naja, wir bauen die Mob-Farm nach hier hinten. Ins völlige Dunkel. Hier packen wir nochmal eine Torch hin, damit wir was sehen. So, so, so. Und zwar soll die 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. F. Das heißt, hier kommt dann eine Wand hin. Der ganze Spaß soll mindestens im Raum 3 hoch sein. Die haben wir ja noch dabei. Und... Nein, das war falsch. Das wollte ich haben. Da wird ein Grinder sitzen. Da wird ein Grinder sitzen. Der ganze Boden wird ausgetauscht werden. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich darunter Bedrock habe. Das heißt, tiefer kann ich nicht gehen. Das heißt, wir werden accidentally die Mob-Trap ein bisschen höher setzen müssen. Weil wir ansonsten mit der ganzen Kabellage nicht hinkommen. Wir müssen die eigentlich nicht wirklich sehr viel höher setzen. Einen Block würde, glaube ich, reichen. Das heißt, der Grinder wird hier sitzen. Der andere Grinder wird da sitzen. Ja, ein Block dürfte reichen. Da würde noch ein Grinder sitzen. Da würde noch ein Grinder sitzen, um ganz sicher zu gehen. Würde da auch noch ein Grinder sitzen. Da auch. Es gibt nämlich eine Problematik, worauf man relativ schnell stößen kann. Da hatte ich ganz kurz einen schwarzen Bildschirm. Nicht sicher, was passiert ist. Irgendwie mochte mich Windows da gerade nicht. Okay, scheint aber weiterhin zu laufen. Also, machen wir einfach weiter. Lass uns davon nicht behindern. So, das wären 3 hoch. So, 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 so. Und dann käme jetzt hier ein Dach drauf. Wunderbar. Habe ich den Builder-Spawn noch dabei? Nein, habe ich nicht.
Aber das ist ja kein Problem. Da haben wir unsere Tasche. Steine reichen nicht, aber mit ein bisschen Glück haben wir jetzt den Redstone. Haben wir jetzt das Redstone zusammen. Kann einem schon ein bisschen schlecht werden, wenn man die ganzen Etagen hochseppt. Ja, das Redstone hätten wir. Wunderbar. Das heißt, wir können uns darum kümmern. Wie sieht denn die Tageszeit aus? Sonne ist langsam am Untergehen. So langsam und allmählich. Aber da die noch ein bisschen braucht, bis die unten ist und der Mond dann auch noch wieder ein bisschen braucht, bis der oben ist, werden wir derweil an- und ausschaltbares Licht bauen. Invertiert. Grey Lamp nicht. Ich will inverted White Lamp. Die Lampe, weiße Lampe. Die inverted White Lamp klingt eigentlich ganz gut. Oder? Was braucht er denn? Der brauchte Bornmehl. Bornmehl habe ich gerade nicht. Machen wir doch das Rot. Das sieht so schön gefährlich aus. Oder das Lila? Nee, Lila klingt gut. Dazu müssen wir Purple. Purple ist einfach nur blau und rot. Und kein Rot mehr. Rose. Wir haben bestimmt noch Rosen im System. Ja, haben wir. Komm. Nicht längen. Inverted. Hier. Da wollen wir das hier. Gib mir viel. Dann wollen wir das hier. Und zwar wollen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Damit hätten wir 4 Lampen. Kommen wir mit 4 Lampen hin? Sollte. 4 Lampen sollten reichen. Wir haben kein Glas mehr. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Jetzt brauchen wir das Wire. Brauchen wir hier noch ein bisschen mehr. So, so, so. Ein Lever. Dann haben wir das alles schon mal fertig. Cover, um das Ganze noch schön zu verdecken. Man sieht, wir haben es Nacht. Das Dach ist auch schon dicht. Das heißt, wir bauen jetzt das da unten nicht weiter, sondern wir werden uns um das Curse Earth kümmern. Das werden wir einfach mal beim Mining Areal machen. Jetzt brauchen wir hier eine schön halbwegs flache Fläche. Das sieht doch ganz gut aus. Machen wir das doch einfach hier. Machen wir auch die Fläche richtig schön flach. Eigentlich hätten wir jetzt hier sogar Tiere gehabt. So. Schön flach. Was sagt der Mond? Man kann das Ganze nur zum Midnight machen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Man nehme ein Enchantment Table. Oh crap, durch den Regen sehe ich jetzt nicht, wo der Mondstand ist. Es ist natürlich obvious, dass es jetzt anfangen muss zu regnen. Warum auch nicht? So, man entferne hier ein bisschen was. Man lege einen Redstone Circle einmal um den Enchantment Table drumherum.
So, man nehme sich eine Stack Fackeln parat. Das Problem ist, setze ich jetzt das Licht hin, dann ist das, funktioniert das Ritual nicht. Aber wenn kein Licht ist, werden hier gleich 3 Millionen Creeps spawnen. Too early. Sacrifice must be at midnight. Gut. Das heißt, wir müssen dann regelmäßig draufklicken und darauf hoffen, dass es Midnight wird. Und was ich auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist mein Schwert. Ist Günther. Günther. Sei an meiner Seite, Günther. Ich kann dich gerade gut gebrauchen. Must be Midnight, 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 Midnight. Okay. Da ich gerade leider nicht mehr sehen kann, wo der Mond gerade steht, weiß ich dementsprechend natürlich auch nicht, wann Midnight ist. Ist natürlich toll. Danke, Serverregen und so. Muss Midnight sein, muss Midnight sein. Muss Midnight sein. Midnight. Immer noch nicht. Mond, wo gerade ist. Wahrscheinlich so, so, so. Oder da, oder da. Man weiß es nicht. Ah, jetzt. Man sieht, das Siegel ist aktiv und... Oh, Explosion everywhere. Und genau diese lila Pampe wollen wir haben. Das Problem ist, dass auf dieser lila Pampe 3 Millionen Viecher... Oh, die Fackel war nicht. Ich hatte nicht... Fackel macht anscheinend zu viel Licht. Rettet das Curse Earth. Go, go, ich baue wenigstens ein bisschen was ab. Vielleicht kann ich es spreaden. Das hat ja irgendwie so einen Spreading-Effekt. Okay, ich wusste, dass das Zeug bei Tageslicht anfängt zu brennen. Aber nicht, dass eine Fackel ausreicht, damit es brennt. Wieder was dazugelernt. Okay, du spreadest dich doch. Dann spreade dich doch auch mal hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Oder ob das nur funktioniert, wenn das so ein Ritualding ist. Ich habe jetzt natürlich beide aktiv. Scheint hier nicht spreaden zu wollen. Gehen wir mal gucken, was wir da drüben noch retten können. Eine Flamme mehr. Solange es noch Nacht ist, spreadet das noch. Warum geht es immer wieder in Flammen auf? Hier ist doch keine Lichtquelle mehr. Entzündet sich das gerade gegenseitig? Aber das scheint irgendwie nur die Cursed Earth zu betreffen, die mit diesem Ritual verbunden ist. Und normalerweise, glaube ich, ist sie vom Licht nicht so stark beeinflussbar. Oh Gott! Ich krieg die Flammen nicht unter Kontrolle. Ja, das war jetzt ein perfektes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Erstens zwei Ritualteile mitnehmen. Okay, spread it. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Jetzt muss es nur lange genug Nacht bleiben. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht gleich Tag wird und sich das derweil noch ein bisschen verteilt. Mr. Creeper. Don't explode on my earth. Gleich voll reinspringen und so viel wie möglich wegschaufeln, unabhängig der Gegner, die da stehen. Creeper wäre da wahrscheinlich keine so gute. Komm mal her, Creeper. Folge mir. Das Problem ist, die Viecher sind nicht nur, spawnen da nicht mal ziemlich schnell, sondern die sind auch noch stärker als normale Viecher, die irgendwo in der Pampa spawnen. Ihr seht, okay, ich
glaube, die Creeper-Explosion wird davon nicht beeinflusst, aber die Geschwindigkeit der Creeps und alles Mögliche auch. Es spreadet. Komm, wir nehmen mal hier einen Spatenstich. Oh Gott. Nervig. Nervt mich doch nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur die Erde, worauf ihr spawnt. Oh Gott. Creeper. Ich sollte den Magnet wieder anmachen. Sehr schlau. Gut, dass ich so eine gute Rüstung habe. Wildes Hin- und Hergefliege. Komm, alles her hier. Ja, da kannst du explodieren, da interessiert es mich nicht. Es wird langsam Tag, das heißt, gleich fängst du wieder an zu brennen. Das heißt, ich muss derweil versuchen, noch so viel wie möglich mitzunehmen. Lass mich in Ruhe! Ich hab doch keine Zeit. Gleich geht das wieder in Flammen auf. Geh weg, du scheiß Bogenschütze. Oh nein, jetzt geht's in Flammen auf. Das heißt, es spawnt jetzt auch nichts mehr. Aber dafür bleibt es die Cursed Earth nicht lange erhalten. Hier hinten sind noch große Flächen. Nehmen wir mal alles mit. Mal sehen, wie viel wir zum Schluss tatsächlich rauskriegen. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Geh weg. Ja, brenn du auch mal weg. Hier ist ein bisschen Cursed Earth. Ist wichtig. Haben wir alles? Ne, da sind noch zwei. Puh. Was ist unsere Ausbeute? Ah. Ich glaube definitiv genug. Ein wildes Chaos. Kampf um Cursed Earth. Ja. Hm. Den könnte ich eigentlich auch mal wieder mitnehmen. Muss nicht sein, dass der hier vergammelt. So. So sieht das Ergebnis unserer Cursed Earth-Aktion aus. Chaos pur. Aber es hat zumindest funktioniert. Wir haben, glaube ich, genug. Was mich wundert, ist, warum das durch eine Lampe in Flammen aufgegangen bin. Ich glaube aber, das zählt nur für dieses Cursed Earth, was durch das Ritual beeinflusst ist. Hat man es einmal abgebaut, dann arbeitet das, glaube ich, anders. Da, der ist noch gut am Arbeiten. Das ist schön. Ach ja, ich wollte erstmal mein Inventar ein bisschen aufräumen. Fackeln waren jetzt irgendwie unnötig. Die können auch wieder rein, du kannst weg. Glas. Wir wollen jetzt nämlich noch spezielles Glas machen, was wir dann nächste Episode, wollte ich sagen, verwenden. Und zwar möchte ich gern Dark Glass haben. Das hier. Okay. Dark Glass. Brauchen wir ein paar hiervon. Machen wir es mal. Hier. Sollte reichen. Ja. Tinkers Glas. Können wir das?
Können wir Tinkers Glas herstellen? Können wir es nicht? Oder? Das Klärglas. Sandy Glas können wir herstellen. Machen wir doch mal einen Stick Sandy Glas. Das haben wir hier in die Schmelze rein. Sollte auch gleich rausgepult werden. Oder nicht? Wieso wirst du nicht rausgepult? Ha? Ha? Ach, weil ich das da hinten gecuttet hatte. Genau. Das sollte vielleicht wieder anschließen. Sollte auch mal hier oben. So. Da brauchen wir ein Stück Kabel. Der soll ja fröhlich weiter produzieren. Glas. Das Tinkerglas baut sich auf. Sehr gut. Mal sehen, wie viel wir schaffen davon zu bauen. 30. Aber uns sind die Vorhänge und nicht die Insects ausgegangen. Das ist gut. Ich hatte eigentlich befürchtet, dass uns die Insects ausgehen. Warte mal, bei 30. Über den Daumen gepeilt. Und den Mittelfinger mit berechnet. Habe ich keine Ahnung, ob das reicht. Schauen wir doch einfach. Wir werden die Mob von diese Folge nicht fertig bauen. Das kann ich mir jetzt schon versprechen. Aber wir werden mal sehen, was wir noch dazu bauen können. Und zwar hat dieses Glas einen ganz speziellen Effekt. Man kann durch das Glas hindurch gucken, aber Licht kommt nicht durch das Glas hindurch. Das heißt, dass ich, wenn ich hier eine Lampe hinstelle, nehmen wir uns einfach mal hier von einer. So. Dann wird das Licht, kommt hier nicht durch. Dieser Schein ist jetzt von den Lampen. Wenn ich die also wegmache, seht ihr, hier ist dunkel. Und genau das wollen wir haben. Was ich mich gerade frage, ist, da dieser Bereich hier unter Schutz der Lampe steht, die wir irgendwo da oben stehen haben, spawnt hier generell nichts. Die Frage ist gerade, gilt das auch für Cursed Earth? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das auch für die Viecher gilt, die auf Cursed Earth spawnen. Ich weiß, dass es nicht Spawner beeinträchtigt, also Spawner spawnen weiterhin. Aber wie das mit Cursed Earth ist, kein Schimmer. Wir werden es einfach nächste Folge rausfinden. Wir setzen hier nochmal die Lampen rein. Und hier. Und hier. Da kommt jetzt einfach da eine Lampe. Da eine Lampe. Da eine Lampe. Und du wärst dann dementsprechend da. Die werden jetzt verkabelt. Oder hier Steine irgendwo. Ja, haben wir. So. Dann packen wir hier ein Leather dran. So. Und da, den müssen wir jetzt aber nur ansprechen. Das machen wir, indem wir das Stück Wand nochmal einreißen und ihm das Kabel sagen. Warte mal, da ist der. Da wäre der Lever. Wanderst du einfach hier hoch. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja keine Cover mitgenommen. Egal, das ist jetzt schon mal der erste Aufbau der Mobfarm. Umzingt von 1000 Fledermäusen. Warum auch nicht. Die machen das dramatischer. Also dann, wir bauen das nächste Mal weiter und finden raus, ob Cursed Earth von der Fackel beeinträchtigt wird oder nicht. See you later.
Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.